herzlich willkommen zum vorletzten Teil unserer Festhallen-Serie. Und zwar seht ihr jetzt die Springteile. Meins ist der erste Springteil und im nächsten Video und im letzten seht ihr dann Miras Springteil. Ich werde euch jetzt einfach ein bisschen was erzählen während des Videos, weil wir leider keinen Interviewpartner gefunden haben vor Ort. Damit trotzdem ein bisschen was erzählt wird, erzähle ich euch jetzt einfach ein bisschen was. Ja, bevor es überhaupt zu einem richtigen Springen kommen kann, muss der Parcours aufgebaut werden. Und davon habe ich jetzt ein paar Impressionen für euch eingefangen. Ganz viele Leute sind dafür zuständig, den Parcours in wenigen Minuten komplett aufzubauen. Da weiß einfach jeder, was er zu tun hat. Jeder hat ganz unterschiedliche Aufgaben und das fängt schon an beim Reinfahren der Stangen und Ständer in den Parcours. Dann gibt es Leute, die die Sprünge nur aufbauen. Leute, die die Abstände messen zwischen den Sprüngen, je nachdem wie viele Galoppsprünge halt geritten werden müssen. Der Parcoursboden muss natürlich auch mit einem Traktor abgefahren werden. Es gibt Leute, die alles noch schön dekorieren, damit es auch schön aussieht. Dann die Parcourschefs, die das alles im Auge behalten und dafür zuständig sind, dass das alles klappt. So schnell kann man gar nicht schauen und der ganze Parcours ist aufgebaut und fertig fürs Springen. Wenn der Parcours dann aufgebaut ist, gehen natürlich alle Reiter den Parcours ab. Wenn man selbst durch den Parcours läuft, sieht man erstmal, wie hoch die Sprünge wirklich sind und auch wie breit. Und es ist schon was ganz Besonderes, in so einer großen Halle springen zu dürfen. Die Reiter sind dann beim Parcoursabgehen hochkonzentriert, weil sie ja wirklich genau gucken müssen, wie viele Galoppsprünge sie von Sprung zu Sprung reiten und ob sie zum Beispiel eher eine große oder eine kleine Distanz reiten, welche Wege sie nehmen. Die Wege entscheiden dann über Sekunden, die dann vielleicht zum Sieg oder nicht führen. Wenn dann alle Parcours abgegangen sind, kann man in der Abreiterhalle zuschauen, wie die ganzen Profis ihre Pferde abreiten und obwohl alle auf demselben Level reiten und im Spitzensport unterwegs sind, reiten trotzdem alle ganz unterschiedlich ihre Pferde ab. Es ist immer wieder so schön zu sehen, mit was für einer Leichtigkeit die Pferde über die Sprünge springen, obwohl die ja wirklich schon ziemlich hoch sind. Das sind schon wirklich richtig tolle Pferde, die man hier zu sehen bekommt. Ja, und nach dem Abreiten, wenn die Pferde dann alle warm sind und vorbereitet, geht's in Parcours. Und ab hier könnt ihr euch dann das weitere Video bei der Mira auf dem Kanal anschauen. Das verlinke ich euch jetzt hier. Jetzt zeige ich euch noch ein paar kleine Impressionen von unserem Meet & Greet und wünsche euch damit auch ganz viel Spaß. Es war toll, dass wieder so viele von euch da waren, um uns zu treffen und uns auch so kleine Geschenke mitgebracht haben, wie zum Beispiel die süßen Plätzchen, die ihr selbst gebacken habt und sogar Espresso draufgeschrieben habt. Das war echt richtig süß. Danke, dass ihr alle da wart. Es macht immer so viel Spaß, euch zu treffen und sich mit euch zu unterhalten. Das ist die Alina und Julia, die nämlich die ganze Zeit für uns gefilmt hat. Ist ja auch mal erwähnenswert, ne Isa? Ja. Ne, Alina und die Alina, die ist die Patin von der Isa. Der Tag war auf jeden Fall wieder richtig schön, auch mit den ganzen netten Leuten. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das kleine Video gefallen hat und sagt dann tschüss und bis zum nächsten Jahr Festhalle und zu euch bis zum nächsten Video.